Normalerweise ist es so, dass ich mich immer ein bisschen schwer tue, wenn ich Hardware vorstelle, besonders wenn es um Ausrüstungsgegenstände geht, also jetzt nicht direkt die Kamera oder das Objektiv. Ich werde immer wieder mal angeschrieben von Herstellern, die sagen, teste doch mal X oder Y, und ich lehne meistens ab, weil es einfach Zubehör ist, das ich euch gar nicht ans Herz legen kann, insbesondere weil wir hier eher spezieller unterwegs sind. Aber heute möchte ich euch mal ein Zubehör vorstellen. Da war ich am Anfang genauso skeptisch und habe dann gesagt, oh je, ob das was wird, weil ich bin kein Videofilmer. Denn heute geht es um einen kleinen Monitor, den wir auf unsere Kamera aufbringen können, der vornehmlich dazu da ist, zur Bildkontrolle, während ich meine Videos drehe. Und das ist natürlich für die wenigsten von euch interessant. Aber jetzt keine Angst, weil ich eben so skeptisch war und ich am Anfang gedacht habe, wie soll ich das vorstellen? Das möchte ich eigentlich gar nicht. Habe ich mir überlegt, kann man das Ding vielleicht zweckentfremden? Und das hat funktioniert und deswegen möchte ich mit euch mal das Thema mal anschauen, in der Art und Weise, wie es für Fotografen geeignet ist. Und dann würde ich aber mal sagen, ohne weitere Umschweife, schauen wir uns zusammen den Andisine A6 Max mal zusammen an. Für diejenigen unter euch, die sich mit dem Thema Videofilm beschäftigen wollen, mit ihrer DSLM oder DSLR-Kamera, habe ich meine eigene Folge gemacht. Die habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt und natürlich auch in der Infobox. Schaut mal rein, wenn ihr Bock habt. Aber hätte ich dieses Gerät damals schon gehabt, hätte ich euch das natürlich noch vorgestellt. Denn beim Videofilm geht es vor allem darum, zu kontrollieren und zu sehen, was ich denn da eigentlich filme. Und jetzt habe ich mir lange überlegt, als ich dieses Video vorbereitet habe und in meiner Recherche war und einiges getestet habe mit dem Gerät, was zeige ich euch denn überhaupt von dem Gerät? Denn es bietet unzählige Funktionen, gerade für Videofilmer. Deswegen belasse ich es bei den Dingen, die vielleicht wichtig sind zu wissen. So, alles einmal, wir haben es mit einem 15 cm Monitor, also 6 Zoll Monitor zu tun. Das ist ein ganz schöner Klopper. Den macht man oben auf die Kamera drauf und dann erklärt sich das Thema natürlich von selbst. Dann sehe ich wesentlich mehr als auf meinem Display oder im Sucher der Kamera. Ihr wisst, nicht jede Kamera hat einen guten Sucher und auch das Display lässt manchmal zu wünschen übrig, insbesondere bei schlechtem Licht. Und da ist natürlich solch ein Monitor mega praktisch. Vor allem auch, wenn er das Signal von der Kamera bekommt. Und das ist etwas, das war mir dann ganz besonders wichtig, dass ich das, was ich sehe bei meiner Kamera, hier oben angezeigt bekomme und zwar genauso, wie es die Kamera liefert. Hier kommen wir vielleicht am Anfang gleich zu einem, ja, Kritikpunkt, kann man das mal nennen. Das mitgelieferte Kabel bei dem Gerät ist jetzt leider für meine Kamera nicht passend. Ich brauche einen ganz normalen HDMI-Anschluss und dazu muss ich ein kleines Kabel nochmal, also ein kurzes Kabel nachkaufen. Bei Amazon kostet ein paar Euro, passt schon. Und dann liefert dieser Monitor genau das, was meine Kamera mir anzeigt. Und dann ist es auch ganz besonders wichtig, dass der Monitor kalibrierbar ist. Das heißt, ich muss in die Farben, in die Sättigung, in den Kontrast, in die Helligkeit muss ich eingreifen können, sodass ich keine Fehlfarben produziere. Denn in der Nachbearbeitung das rauszumachen, ist ein Riesenaufwand. Wenn ich mit LUTs arbeite, dann kann ich hier ebenfalls das Thema anzeigen lassen. Das Ding unterstützt LUTs, beziehungsweise hat sogar eigene LUTs an Bord, beziehungsweise die kann ich hier auch einladen und bin dann sehr flexibel. Das Thema LUTs habe ich auch sehr, sehr viel in meinem großen Testbericht zur Panasonic S5 Mark II gesprochen. Es versteht sich von selbst, dass ich bei solch einem Monitor nicht einfach nur hier oben auf irgendwelchen Tasten rumdrücken möchte, um Menüs aufzurufen, sondern ein Touchscreen habe. Und damit kann ich sofort in meine Menüs und all die Dinge, die ich brauche, eingreifen. Wenn ich ein Histogramm zuschalten möchte oder wenn ich Linien brauche, um einen geraden Horizont zu erzeugen, das kann ich ja alles über das Menü machen. Und es ist auf Deutsch und das findet man bei wenigen Herstellern. Ich muss mir jetzt an dieser Stelle etwas bremsen, denn das Gerät hat wirklich einen Haufen Funktionen, die ich jetzt alle vorstellen könnte, aber mit dem möchte ich euch nicht langweilen. Ich habe euch unten in der Videobeschreibung natürlich den gesamten Funktionsinhalt mal verlinkt. Da könnt ihr euch mal anschauen, je nachdem, was euch interessiert. Das Gerät bietet es im Regelfall und natürlich auch das Thema, wo kriege ich es her und was kostet das? Und es gibt es übrigens auch 5% Rabatt. Und ich kann euch gleich sagen, das Gerät ist für das, was es kann, ein ganz schönes Schnapperl. So, und jetzt kommen wir mal zu den wichtigen Sachen. Jetzt zuerst einmal, was sehe ich denn eigentlich? Und das ist ein Full-HD-Bild. Das reicht komplett, wenn ich ein 4K
Signal an den Monitor schicke, kann er das genauso anzeigen, und zwar verzögerungsfrei, sehr wichtig. Er kann zwar kein 4K anzeigen, aber das Full HD Footage reicht hier prüfen zu können, aus dem einfachen Grund, weil der Mensch zwischen Full HD und 4K, was das Auge anbelangt, nicht so detailliert unterscheiden kann. Aus meiner Sicht braucht es keinen 4K-Monitor, obwohl es es auf dem Markt gibt, aber das muss man natürlich auch mitbezahlen. Die Erfahrung hat nämlich gezeigt in der Fotografie, dass wir unter unterschiedlichen Lichtsituationen unsere Bilder beurteilen müssen. In der Nacht, am Tag, bei schrägem Licht etc. Und da braucht es ein IPS-Panel, wenn das Display immer noch aus verschiedenen Winkeln heraus, je nachdem wo ich drauf gucken muss, beurteilt werden muss. Der Anti-Cine hat ein 160 Grad IPS an Bord und da kann ich von unterschiedlichen Perspektiven mein Bild immer noch sehr sauber beurteilen. Und wenn die Sonne dann tatsächlich wirklich mal sehr, sehr schräg auf das Bild fallen sollte, beziehungsweise auf den Screen, dann kann ich eine Sonnenblende anbringen, die auch dabei ist beim Paket, und kann dann immer noch sehr sauber mein Bild beurteilen. Das sind so Profifunktionen, die ich echt sehr zu schätzen gelernt habe, als ich das Gerät getestet habe. Ich habe es im Intro ja schon mal angekündigt. Ich wollte ja eigentlich diesen Monitor nicht als Videofilmer einsetzen, sondern als Fotograf. Und habe mir dann überlegt, kann ich den vielleicht in Bereichen einsetzen, wo ich noch nicht so gut bin? Ich bringe mir nämlich im Moment gerade die Astrofotografie bei Learning by Doing. Und da dürfen auch mal ein paar Fehler passieren. Aber ich will wenigstens sehen, was ich für Fehler gemacht habe. Und da hat mich der Monitor abgeholt und unterstützt. Denn ich bin tatsächlich mal in so einer sternklaren Nacht raus und habe mal geschaut, was sehe ich denn durch diesen Monitor? Und da bekam ich ein schönes Signal von meiner Kamera und natürlich die Bilder, die ich gemacht habe, konnte ich hinterher wunderbar auf dem Monitor beurteilen. Ich habe den Monitor sozusagen als Stütze, als Hilfe genommen, um meine eigenen Fehler festzustellen, ob das Ding unscharf ist, ob ich vielleicht doch zu lang belichtet habe. Das sehe ich auf meinem Display oder auf dem Screen nicht, denn wir haben es hier mit so derart kleinen Details zu tun, mit diesen Mini-Sternchen, dass ich das nicht erst am PC beurteilen möchte, um danach festzustellen, okay, unscharf oder zu lang belichtet. Also das ist eine Geschichte, die kann ich euch ans Herz legen, vor allem wenn ihr in dieser Nachtfotografie unterwegs seid. Nicht wenige Fotografen möchten ihr Motiv aber selbst scharf stellen, also sprich manuell fokussieren, oder ihr Objektiv unterstützt den AF der Kamera schlichtweg nicht. Dazu gibt es in den meisten Kameras das Focus Peaking, das verbaut ist. Das ist so eine Kontrastkante, die mir anzeigt, wo die Schärfe dann tatsächlich liegt. Das ist sehr praktisch, ist allerdings dann auch limitiert, vor allem wenn man mit Offenblende unterwegs ist, sich bei sich bewegenden Motiven oder in der Makrofotografie. Da muss ich schon wirklich genau scharf stellen und manchmal passt halt dann doch nicht, weil ich wieder dasselbe Thema zu wenig sehe. Und ihr könnt es euch schon denken, da hilft euch der A6 Max natürlich ganz besonders, weil ihr einfach wesentlich mehr seht. Und das Fokuspeaken, das in diesem Monitor verbaut ist, fand ich zum Beispiel sehr, sehr schön beim manuellen Fokussieren bei Produktvideos, die ich hier jetzt allerdings aus rein rechtlichen Gründen nicht zeigen kann. Ich konnte hier viel glattere Übergänge machen, viel mehr meine Schärfe bestimmen oder mal die Schärfe von links nach rechts laufen lassen, weil ich einfach viel mehr gesehen habe. Das liegt in der Natur der Sache, bei 6 Zoll sieht man halt einfach mehr. Der A6 ist deswegen für die Makrofotografen, für die Tierfotografen, für die Porträtfotografen, die gerne mit Offenblende arbeiten, und natürlich auch für die Produktfotografen ganz besonders praktisch. Und eine weitere Sache, wo ich diesen Monitor sozusagen zweckentfremdet habe, ist bei mir in der People-Fotografie gewesen. Ich habe nämlich immer wieder das Problem gehabt, dass ich früher versucht habe, den Modellen zu zeigen, wie sieht denn zum Beispiel eine Pose aus, die sie gemacht haben, oder wie war der Gesichtsausdruck, um das Thema nochmal zu wiederholen, um bei so einer Sache zu bleiben, um sie zu perfektionieren. Oder, was natürlich auch immer wieder mal vorkommt, dass das Modell während dem Fotoshooting sehen möchte, was hat sie denn da zusammengepost oder wie war ihr Gesichtsausdruck. Jetzt gibt man dem Model normalerweise die Kamera in die Hand und dann verstellt sie meistens etwas. So geht es mir nämlich häufig, oder was auch schon passiert ist, sie kam tatsächlich auf den Löschbutton und dann konnte ich gerade noch eingreifen. Ich will es nicht übertreiben, aber so eine Kamera in der Hand von einem Fotomodell, da ist immer so ein bisschen Bauchweh bei mir. Deswegen ist dieser Monitor ganz besonders praktisch. Ich habe das jetzt bei mehreren Fotoshootings so gemacht. Ich habe den Monitor auf die Kamera drauf gemacht und habe sie halt einfach dann durchschauen lassen. Und sie kann ja auch mit dieser besagten Pinch-Funktion dann sehr, sehr schön schauen, ob ihr Gesichtsausdruck stimmt, ob das Make-up noch sitzt, so detailliert kann man hier ran, oder ob die Pose auch richtig sitzt. Sie kann wischen, so wie es sich vom Handy gewohnt ist, oder eben rausvergrößern. Das ist eine Sache, die will ich echt nicht mehr missen. Oder was man auch natürlich machen kann,
am Ende des Shootings das ganze Thema nochmal schön auf dem Monitor betrachten. Wenn ich zum Beispiel ein langes HDMI-Kabel dabei habe, nehme ich den Monitor auch runter von der Kamera, gebe dem Modell den Monitor nur in die Hand, dann muss sie die Kamera nicht in die Hand nehmen und dann kann sie in aller Ruhe das Thema durchschauen. Also das ist eine Funktion, die ist eigentlich für diesen Monitor gar nicht so in dieser Art vorgesehen, aber das nutze ich sehr, sehr gern. Als Videofilmer hat man meistens den Monitor so gedreht, dass man sieht, was man gerade eben filmt. Wenn ich mich jetzt aber selber filmen möchte, ich bin Vlogger oder YouTuber, so wie ich jetzt, dann muss ich den Monitor zu mir drehen. Ich muss mich selbst im Monitor sehen. Und dazu gibt es diesen schönen Winkel und den kann ich an meinen A6 entweder oben, unten oder an der Seite ranmachen und kann meinen Monitor entsprechend dann so drehen, dass ich mich selbst in besagtem sehe. Das mache ich jetzt im Moment gerade und so kann ich viel besser beurteilen, ob das Bild auch stimmt. Das ist eine Sache, die war mir von Anfang an klar, dass ich sowas testen möchte, dass das funktioniert, finde ich großartig. Und seitdem her kann ich viel schneller mein Bild einstellen, mein Setup einstellen und kann mich sozusagen dann auch besser in meinem eigenen Monitor sehen und beurteilen, ob das auch passt, was ich hier gerade mache und sage. Ich möchte jetzt zum Schluss nicht unbedingt ein Fazit ziehen, weil das auch kein so ein richtiges Review ist von dem A6, weil ich vor allem die Fotografen unter euch angesprochen habe. Dazu nutze ich den Monitor und deswegen kann ich ihn auch empfehlen. Ich kann ihn grundsätzlich empfehlen, uneingeschränkt empfehlen. Es gibt aber auch ein paar Punkte, die man noch wissen sollte. Zuerst einmal, wie ist denn das mit der Batterieversorgung? Hier ist ein großer Pluspunkt, denn beim Gerät ist natürlich eine Batterie dabei. Das ist die NP550, die kennt jeder. Das ist so ein typischer Batterieblock. Der ist allerdings direkt ohne Ladegerät aufladbar über das USB-C-Kabel und hat hinten sogar auch eine Anzeige, wie der Ladezustand ist. Das finde ich brillant und genial, denn sonst bräuchte man wieder ein externes Ladegerät. Wenn ich jetzt natürlich länger filme, brauche ich auch länger Power und dazu gibt es eine Vorrichtung, die man nutzen kann. Die ist extra verbaut an die Sine A6 und da kann ich es ist ein Sony F970 anbringen, so heißt er, das ist der große Akku von Sony, der hat natürlich entsprechend Kapazitäten, da kann ich auch viel, viel länger filmen, denn ich muss sagen, mit dem kleinen Akku, der dabei ist, da ist die Batterielaufzeit, ich sag mal, überschaubar. Das Gerät überhitzt wenigstens nicht, das ist mal gut News. Vielleicht zum Schluss noch ein Kritikpunkt, das Thema der Plastikhaptik. Das Gerät wirkt jetzt nicht besonders solide und bruchsicher. Das primär Plastik hier verbaut ist, außer dem Metallwinkel, den ich angesprochen habe. Dafür hatte ich allerdings auch wesentlich weniger Gewicht mitzuschleppen. Der A6 kommt in einem schönen Köfferchen, wo alles drin verstaut ist, was ich brauche. Auch meine Sonnenblende und meine Akkus. Und das passt auch wirklich in jeden Fotorucksack. Gut. Klar, wenn ich jetzt natürlich ein Gerät aus Metall haben möchte, das auch wirklich wettergeschützt ist und so weiter, dann muss ich auch weitaus tiefer in die Tasche greifen. Der A6 Max gibt es im Moment gerade, ich habe es ja am Anfang gesagt, auch mit 5% Rabatt auf Amazon für nicht mal 200 Stutz. Das ist ein richtiger Schnapper und deswegen kann ich das Gerät auch empfehlen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank an Andy Sine für die Möglichkeit, das Gerät zu testen. Ich hatte meine Freude damit und ich bin ziemlich sicher, ihr auch, wenn ihr es euch zulegt. Das ist so ein kleines Zubehörteil, das ich nicht mehr missen möchte und das meinen Fotografenalltag einfach erleichtert. Musik